Ein ganz herzliches Hallo zu dir in deinen Tag, wann immer du das hier schaust. Ich darf dich hier heute zur Wochenenergie vom 18. bis zum 24. Januar begrüßen, die dritte Kalenderwoche. Und ich habe wieder die Karten des Lebens mitgebracht, mein Tarot und zwei unterschiedliche Kartenstapel für dich. Zu Beginn ganz kurz, mein Name ist Sabine Haller und ich freue mich, mit dir jetzt hier in die Wochenenergie schauen zu dürfen. Eine kraftvolle Zeit liegt vor uns, ganz viele Planetenkonstellationen sind da aktiv und es ist eine Menge Power im Feld, so wie ich das wahrnehme, und eine Power eben auch, die dich tief in dein Inneres tragen möchte, um dort Themen zu transformieren. Alle Infos zu meinen Kartenreadings, zu den Karten, die ich verwende und auch zu einem persönlichen Reading, findest du übrigens auch unten in der Infobox. Da kannst du gerne schauen. Und ich möchte jetzt direkt loslegen mit den Karten des Lebens, um mal hinzuspüren, welche Botschaft unsere Seele hier heute für diese Woche für uns hat. Kurz vorneweg noch, ich habe zwei Kartenstapel eben schon angesprochen und du kannst zwischen dem linken und dem rechten Stapel nochmal wählen für eine zusätzliche Botschaft für dich für diese Woche. Zusätzlich nochmal hier zu dem Hauptreading. Vielleicht hast du auch eine Frage, die du da stellen möchtest, die du da mit hineingeben möchtest. Spür da in dich hinein, welche Seite dich da intuitiv, ja, anzieht, anleuchtet oder wie auch immer mit dir in Kontakt kommt. Und es ist auch kein Problem, wenn du, ja, keine Wahl treffen kannst. Also wenn beide Seiten dich magisch anziehen, das passiert auch und das ist auch vollkommen okay. Ich habe hier derweil schon mal gemischt und ich möchte jetzt gerne hier mal aus den Karten des Lebens eine Botschaft unserer Seele, ja eben auch als Hauptenergie für diese Woche, das sind definitiv zu viele, mit zwei, da lasse ich ja noch mal mit mir reden, aber nicht so viele. So, eine, wunderbar. Ja, eine ganz tolle Karte, muss ich schon sagen, schöpferischer Geist. Und die spricht auch so ein bisschen diese Energie an, die sich da mehr und mehr aufbaut. Und die Frage ist, in welcher Form du deinen schöpferischen Geist nutzt, mit diesen Energien zu tanzen, mit diesen Energien zu fließen, positiv, negativ, welche Informationen kommen da aus dir heraus? Dieser weise Mann, ich nenne den jetzt einfach mal so, betrachtet hier eine Kugel mit einer inneren Landschaft, also ja, für dich vielleicht auch eine Einladung, eine Inspiration, mal deine innere Landschaft zu betrachten, einmal tief in dein Inneres zu schauen, möglicherweise auch auf die Themen, wo du dich bisher eingeschränkt hast, weil an der Unterseite des Stapels lag hier nicht gut genug. Und das ist dann auch wieder so ein Thema, wo fühlst du dich nicht gut genug, nicht ausreichend, nicht vielleicht auch nicht wissend genug, um deinen schöpferischen Geist hier kreativ werden zu lassen. Ich glaube, es geht hier auch ganz viel darum, kreativ zu sein in deinem Leben und mal hinzuspüren, inwieweit du versuchst, in alten Denkmustern oder in alten Strukturen zu agieren, zu reagieren. Und ich glaube, es dürfte jeder bis hierher gemerkt haben, dass das nicht mehr funktioniert.
also auch hier dein schöpferischer Geist gefragt, welche ja, neue Formen von Kreativität, von Kommunikation, von Ausdruck kannst du für dich entdecken. Vielleicht liegt da schon einiges in dir, womöglich hat sich da schon das ein oder andere gezeigt. Und mit dem nicht gut genug an der Unterseite sagt es dann vielleicht auch etwas über deine Ängste aus oder ja darüber, wie du in deiner Kindheit, früher, bisher mit deinem schöpferischen Geist gesehen wurdest oder dich selbst gesehen hast. Ich möchte jetzt gerne mit dem Tarot mal schauen, wie sich dieser schöpferische Geist ja quasi auf irdischer Ebene in deinem Leben zum Ausdruck bringt. Ja, schau mal einer, guck. Die 4 Münzen und die 9 Stäbe. Was habe ich eben gesagt? Vielleicht hast du dich bisher mit deinem kreativen Ausdruck, mit diesem schöpferischen Geist in dir ein Stück weit zurückgehalten, hast dich festgehalten an alten Strukturen, obwohl die dich erschöpft haben, hast hier womöglich Grenzen errichtet, um dich herum, vielleicht um dich zu schützen, dich abzugrenzen, da an dem Alten festzuhalten. Und ich spüre da aber auch ganz stark eine gewisse Erschöpfung, weil eben Festhalten ja anstrengend ist. Und diese alten Strukturen, die brechen mehr und mehr auf und mehr steigt vielleicht auch das Gefühl der Unsicherheit in dir auf, wo du ja vielleicht auch manchmal das Gefühl hast, dich hier an dem Alten festhalten zu müssen, weil du nicht wirklich weißt oder erkennen kannst, was da Neues kommen möchte. Die Frage ist, was würde geschehen, wenn du aus dir heraus das Neue kreierst oder das Neue schöpfst? Das wäre ja mal eine spannende Frage, ne? Aus dir heraus, wenn all diese Ängste, all diese Vorbehalte, diese alten Muster dich nicht mehr so festhalten würden, dich nicht mehr so einschränken würden, wie würdest du die Welt gestalten? Aus deinem Innen heraus, der Eremit. Und cool finde ich, manchmal sind ja diese Positionen auf den Karten, die sprechen ja da oft schon für sich alleine, weil nämlich auch der Eremit hier genau dahin leuchtet und dich einlädt, genau dahin zu schauen. Wo hast du dich eingeschränkt? Wo hast du vielleicht Grenzen gebaut? Wo ja, hältst du noch fest, was jetzt eben gelöst und losgelassen werden darf? Einmal fertig mischen, auch wieder ein ganzer Stapel, nein. Ja, hier, der König der Schwerter. Eine Entscheidung. Und entweder bringt dir jetzt dieser Blick nach innen ganz viel Klarheit, weil der König der Schwerter auch für Klarheit steht. Oder es wird nochmal das Thema angestoßen, das eben über dich entschieden wurde. Du weißt seit letztem Jahr, wie krass und kraftvoll und mit welchem Sinn auch immer über uns entschieden wird. Und das kann genauso gut diese Energie sein. Aber ich nehme das eher dafür wahr, dass da in dir einiges klarer wird, dass dir selbst einiges klarer wird. Und der König, der Schwerter, ist ja eben ein König, der seinen Thron eingenommen hat, der da sitzt mit dem Schwert, mit der Klarheit und dem womöglich bewusst wurde, was hier
ich sag jetzt mal, im Argen lag. Du hast dir Zeit genommen oder nimmst dir diese Woche vielleicht mal ganz bewusst Zeit, dir diese alten Muster anzuschauen. Wow, ja. Und entscheidest dich dafür, schau mal, was gerade an der Unterseite liegt, der Stern. Und entscheidest dich dafür, diese Chance, die diese Woche in sich birgt, mit ihren hohen Energien, die dich eben auch dazu einladen, deine Aufmerksamkeit vom Außen ins Innen zu lenken, um diese alten Muster aufzulösen, und du nimmst diese Chance an. Und ja, wagst diese Reise in die Tiefe. Die fünf Kelche. Und du wagst diese Reise dorthin, wo du das Gefühl hast, alles wäre zerbrochen, alles wäre zerstört. Die fünf Kelche, die spricht immer von einer inneren Traurigkeit, von Schuldgefühlen, von Selbstzweifeln, weil du hier gerade noch auf diese drei umgeworfenen Kelche fixiert bist. Und auch hier, der Eremit in deinem Rücken erleuchtet dir hier auf diese zwei Kelche, die da noch aufrecht stehen. Es ist deine Entscheidung, dich da umzudrehen. Wow! Und diese zwei Kelche zu erkennen. Der Magier steht ganz klar für einen Neuanfang, für einen schöpferischen Geist, der sich in all diesen Momenten mit all diesen Tools, die da auf seinem Tisch liegen, vertraut macht, modelliert, formt, vielleicht ausprobiert. Das ist auch Alchemie pur, die da in schöpferischer Form sich jetzt in dir öffnen möchte. Wo es darum geht, dich in deiner Ganzheit zu erkennen und dich wirklich auch als schöpferischer Geist zu erkennen. Wie gesagt, wenn du hier bereit bist, mit dem Licht des Eremiten, mit seiner Laterne hier in deine Tiefe hinein zu leuchten, um eben diesen alten Schmerz, ja, zu heilen. Erinner dich, wir hatten gerade den Stern, der steht für Heilung, für Klarheit, auch für Balance in dir, sodass du eben da, ja, ganz klar in diese neuen Möglichkeiten eintauchen kannst. Mit dem Ass der Münzen und dem Magier stehen dir hier ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung in dieser Woche, und es gilt, eine Entscheidung zu treffen. Ich hätte gern jetzt hier mal noch zwei Karten zum König der Schwerter und zum Ass der Münzen. So, eine haben wir schon, den Ritter der Stäbe. Und ich glaube, dass diese Entscheidung hier in dir deine Leidenschaft weckt. Deine Leidenschaft hier, etwas Neues zu schöpfen. Deine Leidenschaft, da, ja, diese neuen Tools, die dir da auf den Tisch gelegt werden, auszuprobieren, dich selbst auszuprobieren und zu schauen, inwieweit diese schöpferische Kraft in dir Wirkung hat, in dir Wirkung hat, in deinem Leben wirkt. Ja, der Page der Schwerter, der bringt hier ganz viel Leichtigkeit mit hinein, ganz viel, ja, auch Entscheidungsfreudigkeit. Der ist neugierig darauf, was sich hier entwickeln kann. Der ist neugierig darauf, wo dieses Pferdchen hier hingaloppiert, wie diese Reise weitergeht, was du wirklich schöpfen kannst aus dir heraus. Ja,
Und an der Unterseite noch ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alter, weiser Mann, der Hierophant an der Unterseite. Also hier wird, ich habe das in einem anderen Reading schon gesagt, da kam das ganz klar mit dem Status quo hier, mit dem Hierophant. Also er spricht ja auch von Glaubensmustern, von Strukturen, von Gesetzen, vielleicht jetzt nicht so, aber bestimmten Regeln. Und genau da darfst du tiefer schauen. Der Hierophant spricht auch von der spirituellen Seite des Lebens. Und vielleicht hast du dich bisher hier an diesen materiellen Dingen und an dem materiellen, was du greifen und halten und festhalten kannst, ausgerichtet. Und jetzt geht es darum, mehr und mehr in oder mit dieser feinstofflichen Ebene zu schöpfen. Wirklich mit Leichtigkeit, aus der Freude, aus der Fülle heraus, das Ass der Münzen, das ist hier wirklich eine reelle Chance, dein Leben, ich würde jetzt fast sagen, komplett umzukrempeln. Ich weiß, dass das in einer Woche nicht wirklich möglich ist, aber du könntest quasi hier so diese Initiation für dieses Umkrempeln in dieser Woche geben. Du könntest da den Stein quasi ins Rollen bringen, indem dir ganz klar bewusst wird, wo du da noch festhältst, was dich erschöpft, was du gerade hier noch betrauerst. Und diese zwei Kelche hier nutzen, um aus dir heraus ganz kraftvoll und neu zu schöpfen. Dein schöpferischer Geist. Ja, dein schöpferischer Geist. Super schön. Ich schiebe das jetzt gerade mal hier so ein ganz bisschen hier hoch. Ich habe nämlich gesehen in der Kamera, dass auf der rechten Seite nicht so sehr viel Platz ist, weil ich eben auch mit der rechten Seite beginne. Und wenn du die rechte Seite ausgewählt hast, dann könnte es jetzt spannend werden. Wir schauen mal. Bei dir geht es um Affirmationen, aber nicht nur um Affirmationen, sondern auch wirklich darum, dass dir mal bewusst wird, wie du denkst, wie du auch mental reagierst, wo du da alte Muster, alte Strukturen hast, wo du festhältst. Und das, ich habe eben die energetische, spirituelle Ebene mit angesprochen und das kann durchaus sein, dass bei dir in dieser Woche sich unterschiedliche Chakren mit unterschiedlichen Themen zeigen, wo du da wirklich für dich ja, ganz neu hinschauen darfst, ganz neu, ich möchte jetzt sagen, aufräumen darfst. Warum auch immer dieses Wort gerade kommt. Die erste mystische Tarotkarte, ich finde sie so, so schön, die hier für dich kommt, ist die sieben Kelche. Und die ist mal hier für mich auch herausfordernd zu deuten, denn die sieben Kelche im regulären Tarot spricht von der Illusion. Und hier auf der Karte, ja, es ist fast wie so eine Wunscherfüllung, wie so ein Zauberstab. Und doch darfst du da auch mal schauen, inwieweit das Illusion ist oder inwieweit du wirklich an die Wunder des Lebens glaubst. Spannende Worte. Die nächste Karte, die Kraft. Es geht um die Kraft in dir, um die Kraft, dich selbst zu erkennen, um die Kraft auch diese inneren Strukturen zu erkennen, sie zu halten, in gewisser Form
zu zähmen, für dich selbst zu schauen, inwieweit du Angst vor diesen neuen Entscheidungen hast. Vielleicht hast du auch ein bisschen Hochachtung vor diesem schöpferischen Geist, der da in dir liegt. Also diese Kraft, die da in dir liegt, und das haben wir alle oft. Wir haben oft Angst vor unserer Angst, aber eben auch davor, dass wir eben so ein kraftvoller, schöpferischer Geist sind. Und da darfst du für dich hinschauen, da darfst du für dich wirklich viel mehr hier in die Energie des Magiers kommen, in deine Kraft hinein. Und die zwei Stäbe. Also wirklich mal zu schauen, was ist deine Sehnsucht? Wie stellst du dir die Welt vor? Wie würdest du, ja, ich sag das jetzt mal, die Welt erschaffen, in der du leben möchtest? Oder welche Form hätte die Welt, in der du leben möchtest? Die zwei Stäbe, wie gesagt, die spricht von großen Visionen, und womöglich hast du hier mit dem schöpferischen Geist große Visionen und hast bisher der Illusion des Materiellen vertraut und darfst jetzt hier ganz neu in deine Kraft hineingehen. Die Affirmationen, erinnere dich da immer wieder dran, da waren die Chakren abgebildet, wo wirklich die Energie ganz neu fließen möchte. Och, so kann ich es nicht lesen, ich rumdrehen. Wenn ich meinem inneren Frieden vertraue und mich ganz dem Ergebnis überlasse, ist der Augenblick gekommen, in dem sich das Universum an die Arbeit machen kann. Wie, kannst du nicht anders sagen, wie geil ist das denn? Hier ist dieser schöpferische Geist nicht der Geist aus dir. Die Karte spricht wirklich davon, ich nehme meinen Platz ein und dein Wille geschehe. Es macht einen riesen Unterschied, wenn du deinen schöpferischen Geist einfach aus dem Verstand, aus dem Ego heraus gebrauchst. Dann zeigen sich eben hier 4 Münzen, 9 Stäbe, dann wird es starr, dann kann das Leben nicht so fließen, wie es fließen möchte. Und schau dir hier nochmal das Gewand an. Das ist ein mit dem Leben fließen, und genau so macht das der Magier. Und wenn du hier in dieser Starre aus dem Ego heraus bist, dann denkst du, oh ja, hier meine Wünsche, meine Träume sind nicht in Erfüllung gegangen. Du siehst aber gar nicht diese 2 Kelche, wo es heißt, okay, ich habe diesen Wunsch, ich habe diesen Traum und doch gebe ich mich hin. Hier wollten gerne 2 Karten zu dir kommen, und zwar einmal hier die 6 Kelche, das ist die Erinnerung an die Kindheit, und ich finde das gerade hier total passend und total stimmig. Für dich einfach mal ein Impuls hinzuschauen, welche Träume, welche Wünsche hattest du als Kind, und vielleicht wurde dir da eingeredet, dass das Ganze eine Illusion oder ein Wunschtraum war. Spür da mal nach. Ein großer Mensch ist der, der sein Kinderherz nicht verliert. Spür da mal in dich hinein, welche Sehnsucht du als Kind hattest. Eine ganz klare Botschaft hier. Und die Königin der Münzen. Arbeite, als ob du das Geld nicht brauchen würdest. Tanze, als ob dir niemand zusehen würde, und liebe, als ob du zuvor nie verletzt worden wärst. Auch wieder dieses reine, unschuldige Kinderherz, was einfach aus dem Moment heraus tut. Ohne Ego, ohne
versucht zu kontrollieren, ohne alte Vorstellungen, einfach aus dem Moment heraus. Und das ist deine Einladung hier, wenn du den linken Stapel gewählt hast, deinen schöpferischen Geist spielerisch aus dem Moment heraus zu kreieren zu lassen. War ein Knoten jetzt in der Zunge. So, der rechte Stapel. Die Intuition. Vertrau deiner Intuition. Schau über die oberflächlichen Dinge hinaus und höre auf deine innere Stimme. Schau über die oberflächlichen Dinge hinaus, lausche deiner inneren Stimme und spüre, welche große Kraft und welche große Ausdrucksform da in dir liegt. Lausche. So, und lausche nicht mehr hier auf deine neuen Schwerter, nämlich auf diese Ängste, die hier aufploppen, Angst davor, alles zu verlieren, wenn du loslässt, Angst davor, alles zu verlieren, wenn du nur ein bisschen weniger machst, wenn du nur ein bisschen locker lässt, Angst davor, dass hier alles, ich sage jetzt mal, den Bach runtergeht, eine Angst, die dich des Nächtens wach hält, die dich ja wieder aufwachen lässt, selbst wenn deine Träume noch so schön sind. Schwupp, darf ich das? Ist das erlaubt? Spür mal hin, was deine Intuition dazu sagt. Und hier haben wir quasi ein Stück weit das Pendant zu den vier Münzen. Wir haben hier nämlich die vier Stäbe und hier geht es ganz klar darum, bei dir anzukommen. Wirklich mal loszulassen, dich hinzugeben, bei dir anzukommen. Die vier Stäbe sprechen von einer Hochzeit. Ich bekomme jetzt gerade hier Frühling ganz stark rein. Spür da mal hin im Frühling dieses Wachstum, dieses neue Leben, was da erblühen möchte. Was ist es, was in dir erblühen möchte? Wo möchtest du hier bei dir ankommen? Ein Frühlingsfest feiern. Dein Fundament stärken und ausbauen. Aber nicht hier auf der Angst basierend, sondern auf Vertrauen. Basierend deiner Intuition folgend. Und die drei Scheiben. Ja, und das ist sozusagen fast schon der Haken daran, nämlich ein Haken zum, das kannst du jetzt abhaken, diese Aufgabe hast du erfüllt. Und du wirst diese Aufgabe, die dir das Leben hier stellt oder diese Woche dir stellt, meistern. Du bist so weit. Du bist so weit. Du kannst dir diese alten Muster anschauen. Du kannst deinen Ängsten begegnen. Du kannst hier alle Tools, die dir das Leben überreicht, annehmen und daraus etwas Kreatives schöpfen. Du bist soweit. So. Und hier für dich. Ich wähle die Liebe, ganz gleich, was geschieht. Und das, womöglich möchtest du es dir als Mantra für diese Woche mitnehmen. Ich wähle die Liebe, ganz gleich, was geschieht. Wenn hier diese Aufgabe gerade ein bisschen schwierig erscheint, wenn du vielleicht hier gerade diese alten Muster so krass serviert bekommst, dass du das Gefühl hast, mein Gott, das schaffe ich nie, wähle die Liebe, ganz gleich, was geschieht. Und spüre, wie nur diese Wahl, diese ganz bewusste Wahl,
in dir eine neue Kraft freisetzt und ein ganz neues Vertrauen darein, dass du diese Aufgabe, die dir hier gestellt wird, meistern kannst. Und hier, ja, quasi noch als Steigerung zu den 9 Stäben, die 10 Stäbe. Kaum verloren wir unser Ziel aus den Augen, ja, manchmal ist es für mich ziemlich schwierig, diese Buchstaben. Aha. Kaum verloren wir unser Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Also die 10 Stäbe, das ist ja der Mann hier, der diese 10 Stäbe vor sich her schleppt und schon gar nicht mehr sehen kann, wo er hinläuft. Wie wäre es denn, wenn du diese 10 Stäbe mal ablegst und vielleicht nur einen nutzt? Auch hier, du wirst diese Aufgabe meistern, indem dir ganz klar wird, ganz bewusst wird, wo du hier Lasten trägst, die letztendlich nicht deine sind und wo du vielleicht auch ein Stück weit dein Ziel aus den Augen verloren hast, weil du einfach hier in diesen alltäglichen Strukturen so gefangen warst. Vertrau hier ganz klar deiner Intuition. Wenn da ein Stopp kommt, dann nimm einen Stopp. Wenn da ein Ich gehe weiter kommt, dann gehe weiter. Wenn da kommt Vertrau der Liebe, ganz gleich, was geschieht, dann vertrau der Liebe. Denn du wirst, ich habe es eben schon erwähnt, diese Aufgabe, die dir das Leben hier stellt, meistern. Die 3 Münzen. Du meisterst diese Aufgabe und die Aufgabe besteht einfach darin, diese alten Muster loszulassen, dich deiner Liebe anzuvertrauen und ganz klar dich für deinen schöpferischen Geist zu entscheiden, der eben auch hier mit deiner Intuition verbunden ist. Und so haben wir alle hier in dieser Woche kraftvolle Momente, in denen wir wirklich hinschauen dürfen, in denen du hinschauen darfst, dem Eremit hier quasi ein Stück weit auch mal die Führung überlassen darfst, um zu erkennen, was da in dir gerade geheilt werden möchte, um eben diesen ganz kraftvollen Neustart auch zu schöpfen. Schöpferischer Geist schöpft aus sich. Im Vertrauen darauf, dass er von oben von einer höheren Macht geführt wird, von deiner Seele geführt wirst du sowieso und erlaube dir hier wirklich ganz kraftvoll mal neue Wege auszuprobieren und neue Gedanken zu denken. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche und ja, ich freue mich, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Bis dahin, ciao!